Herzlich willkommen in der Schrauberzone. Heute wird gefahren. Probefahrt. Stress, 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 Stress. Also ich habe ja nicht mehr viel Zeit. Also ich wollte mir mal hier, nimm mal den hier. Geht jetzt so mit den Anreißhebel? Ja, ne? Ja, wäre geiler, wenn er starr ist, weißt du? Wie? Nur wenn der starr wäre und nicht hier. Da unten liegen welche. Du musst uns festschweißen. Ja, ich kann sie doch nicht festschweißen. Warum nicht? Ja, aber wir brauchen ja auch einen langen Hebel. Ey, sonst, ich hab doch noch eine Nuss und wir haben hier noch Rohr. Ja. Und dann machen wir den zur Not auch ein bisschen länger. Ja, zu viel Sprit. Zu viel. Zu viel. Vergaser aufbauen, ausbauen, unten aufmachen und dann kommen. Vergaser, Mann, weißt du, ob da irgendwas grün, weil ich hatte ihn ja an, kurz, mit Sprit, dass da irgendwas klemmt oder... Ja, Motor ist eine witzige Geschichte. Filmst du oder bist du? Hältst jetzt einmal nur drauf, wa? Großen kommen. Ach, scheiße, ist auch klein. Fuck, ist ja Halbzoll. Oh, leck mich am Arsch, ey. Und? Schmeckt. Nicht funktioniert. Du wolltest ihn so bauen. Ja, wie wolltest du den Ersatz bauen? Das sieht doch nicht. Und das geht denn nicht. Man kann sie auf den Schoß legen, das Ding. Ah, ich wollte die kleinere Schale. Mann, ey. Was war das? Warte, wackelt gerade nicht. Warte, wackelt gerade nicht. Kriegt er zu viel Sprit? Nee. Ja, ja. Ja? Vielleicht der Benzinschlauch einfach zu fett? Nein. Ich fahre das ja genauso. Genau. Ja? Was ist, wenn man nur auf Reserve macht und der nicht. Nee, Reserve gibt da ja genauso viel Sprit durch, wa? Wir könnten den Deckel abschrauben. Also, dass wir die Kurs runterschrauben und gucken, ob er ohne Pumpe läuft oder was. Nö. Was? Das passt. Oder dass der Schalter hier oben scheiße ist? Dieser Nut aus? Kann auch nicht sein, ne? Muss der dran sein? Nee, aber wenn das Ding dann losbeugt hier.
kriegst du es nachher nicht aus, so, weißt du? Ja, aber wir können ihn ja zur Not rausziehen. Eigentlich hat er überall Masse. Der lief, Alter. Würde ich jetzt auch sagen. Zündspule vielleicht ein Ding weg? Kann aber eigentlich auch nicht sein, eigentlich halten die ewig. Das einzige wäre Auspuff ab und irgendwie so unten hinlegen. Was ist, wenn wir den jetzt einfach mal kurz abmachen und gucken, was dann passiert? Aber dann läuft's in den, ne? Ist doch schon laut. Ja, aber was sollen wir machen? Ja, dann kannst du gucken, ob es läuft schon. Genau. Achso, muss mal. Der ist doch schon drin. Dann lass uns den zur Not rausschieben, damit wir hier keinen Hörschaden kriegen. Hat die noch was? Scheiß Auspuff, Alter. Ist das gut? Aber zornig ist er. Zornig ist er, ja. Bock hat er. Ja, dann muss er nach unten und dann muss er halt. Ja. Ab da. Oh Gott, Alter. Ja, genau. Okay, krass. Das ist ganz schön. Aua, ich hau hier voll gegen rein. Ja, Motor ist eine witzige Geschichte. Da war zum Schutz ein Lappen im Ausgang. Was ist das denn? Ja, haben wir halt Kerze geguckt, Zündung geguckt, Vergaser geguckt, alles einmal durchgeguckt, um auf Nummer sicher zu gehen halt. Und letztendlich war es der Lappen im Auspuff. Ich habe im Auspuff einen Lappen reingesteckt. Den hast du dann anscheinend und ich auch nicht mehr rausgenommen. Und durchs Anperren das erste Mal bestimmt einfach nur so durch. Oh, ist das bescheuert! Cut, rausschneiden! Stimmt, da war ein Lappen drin, Alter! Ja, warum sagst du denn noch nichts? Boah, jetzt, aber ich will das nicht schon wieder schweißen. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt musst du. Wo ist denn der kleine Schraubenzieher? Oh, den hat er schön kompensiert, den Lappen hier. Drinne? Ja, gib mal das, Alter. Guck mal, ein bisschen länger noch. Wenn er länger gelaufen wäre, dann wäre er auch irgendwann abgebrochen. Nein. Dann kannst du doch jetzt nach vorne rauskippen. Das ist doch vorne der Größe als hinten. Halt's mal ehrlich.
Ja, ich hatte den Kummer erst wieder dann. Dann haben wir den Auspuff raufgesteckt, festgeschweißt und einmal angerissen, lief kurz und dann war Ende. Und dann war der Motor, hatte der keine Leistung mehr, weil er gleich verreckt ist, wenn, musst du die Kamera da wieder, wenn der Lappen genau hier drin steckt. Also es ging halt nichts mehr raus und dadurch war halt blöd, Pech. Gar nichts qualmen sehen. Ich sag, der hat ja nicht mal gequalmt. Oh, kann die Zündfuge sein? Ja, kann das. Ja, jetzt mal gut. Also, schieben den wieder rein? Okay. Ja. Wollen wir da Masse ran? Also. Benzinhahn-Tank jetzt, ne? So, da sonst den Lappen drüber. Ja, scheiß drauf. Boah. Jetzt brauchen wir hier eine Batterie dran, jetzt plus und minus. Rot ist Plus und Schwarz ist Minus, ne? War das so? Hör auf zu stänkern, Alter. Fest. Da muss man sich was einfallen lassen, ey. Aber wenn er ja reindrückt, wenn er ja hier reindrückt, geht er ja da und entlüftet sich ja hier drüber. Macht das nicht mal die Garantie? Nö. Bleibt das so oder? Boah. Alter, was so ein Lappen alles verursachen kann, Alter. Halb Auspuff auseinandergeschnitten, ey. Ja, ich wusste ja, dass er bei mir läuft oder gelaufen ist. Ich hatte ihn ja bei mir im Fahrgestell drin, um zu gucken halt, ob der Motor läuft, Standgas hat und, dass ich ihn voreinstelle und dann hierher bringe und einfach nur an und läuft. Und dann war halt komisch. Dann habe ich gesagt, eigentlich kann es nur Kerze sein, er lief viel zu fett. Und dann ist mir aber aufgefallen, habe ich auch gesagt, ob der überhaupt rausgequalmt aus dem Auspuff. Und da kam eigentlich gar nichts raus. So, den kriegst du vielleicht nur mit einer Straße. Aber eigentlich kriegst du das hoch, ne? Ganz gut. Achso, kannst du ja nicht anheben. Wie doll das? Ich hab mir halb eingekackt gerade. Das ist aber schon zwei Gescheiten. Ja. Stärksten Motor voll. Also mit dem stärksten Motor rumgekommen. Das kommt unten vom Lima-Deckel. Hier gehen eigentlich
zwei Kettenschläuche rein. Und hier hinten halt ein Kettenkasten original. Und das kommt hier unten. Unten an die Matte gehören. Naja, fahren tut das Ding. Das Fahrzeug hat gezittert. Aber das ist halt schwierig jetzt, weil ich ja eigentlich von einer Fußkupplung auf eine Handkupplung gegangen bin. Und ich kann halt. Du hast halt jetzt nur noch eine Hand am Lenkrad. Und das ist halt das, was ich eigentlich ein bisschen vermeiden wollte. Da muss ich mal gucken, ob da noch eine andere Lösung gibt oder ein anderes Pedal oder so. Weil das ist schon. Es funktioniert. Auch gar nicht so schlecht, aber ich habe jetzt das Fahrzeug in der Linie gehalten mit meinen Füßen noch zusätzlich. Ja, der Deckel bleibt so. Der bleibt jetzt so. Wir werden jetzt keinen Aufriss machen, um einen neuen Deckel zu holen. Man könnte den Deckel abschrauben und hier unten das ein bisschen entgraben. Mit der Flex einfach ein bisschen Fächerscheibe, dass es rund ist und nicht so scharfkantig. Ja. Und dann ist gut. Ja. Die Leistung war so groß gewesen, dass eigentlich der Motorhalter die Kraft vom Motor nicht mehr gehalten hat. Dadurch ist er nach hinten gerutscht. Die Kette hat sich dadurch gelockert und hat ein bisschen was von Lima-Deckel kaputt gemacht. Aber das ist Aluteil. Es ist alles andere noch dran. Eine Pumpe ist noch dran. Es ist also nichts großartig kaputt gegangen. Es ist einfach nur ein kleines Bauteil. Ist ärgerlich, keine Frage. Aber ich sehe es jetzt nicht so komplett als negativ. Also das ist einfach passiert. Wir haben jetzt das Ding gefahren. Wir wissen jetzt ganz genau, okay, die Motorhalterung, die eigentlich halten sollte, braucht noch eine zusätzliche, dass der sich nicht einfach nach hinten schiebt. Hast du deine Haare mal wehen lassen, ja. Oder? Und das war nur der zweite Gang, Alter. Ist halt auch zu kurz die Strecke, ne, um hier irgendwas zu testen. Aber es sind halt knappe 100 Meter, könnte man fast sagen. Wenn man das jetzt so. Länger ist das bei Iris eben auch nicht, oder? Ne, 100 Meter Sprint. 100 Meter nur? Ja, reicht doch. Um den Motor kaputt zu machen. Vielleicht auch kein Meter. Das war's mit der Probefahrt. Jetzt noch eine Woche. Dann nehmen wir uns bei Erichs Arm, wie ich mit dem Ding voll aufreiße und vielleicht bis zum dritten Gang komme. Bis dahin, renn ihr pimmelt. Schöne Woche. Bis zu Erichs Arm.